Du hast ein cooles Bild vom Mond gemacht, hast aber zu wenig Brennweite dabei gehabt, sodass der Mond doch im Vergleich zu allem anderen relativ klein auf deinem Bild wirkt. Wie du den jetzt ein bisschen größer bekommst und das Ganze sogar vom iPad aus, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Toll, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im neuen Studio. Nein, das ist mein Wohnzimmer. Ich hatte das nur für mein letztes Video mit den Kamera-Rucksack-Review schon als Studio aufgebaut. Dann dachte ich mir, komm, dann nehme ich noch gleich eins mit auf. Und was bietet sich da mehr an als eins vom iPad weg? Ich war wandern und hatte das große Glück, dass da kurz danach der Supermond war und der Mond relativ groß am Himmel zu sehen war. Ich kann das hier mal einblenden, also du siehst schon im Vergleich zu so einem Baum, der war schon relativ groß, auch gut sichtbar, super scharf. Ja, ich sehe da die Krater, obwohl es da noch hellichter Tag war. Habe aber das Problem gehabt, dass ich nicht mehr wie 400 mm hatte und auch nicht so wirklich bei dem Wanderweg links, rechts, vorne, hinten die Variabilität hatte, hier mir andere Standpunkte und so weiter auszusuchen. Da habe ich ein Bild geschossen, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Ja, das ist einfach hier nur die Bergsilhouette mit dem Mond hinten drauf und ich hätte den Mond jetzt aber gern noch etwas größer. Ich bearbeite jetzt einfach mal kurz das Bild hier, einmal auf Auto klicken, dann wird mir das ein bisschen zu hell, zu quietschig. Ich ziehe die Belichtung natürlich wieder ein bisschen zurück, aber dann sind wir schon in der Richtung, wo ich sage, das finde ich ganz gut eigentlich. Ich möchte hier beim Blau sogar noch ein bisschen mehr in dieses Kalte reingehen und auch noch ein bisschen mehr von der Dunkelheit behalten, indem ich hier die Tiefen wieder ein bisschen zurückziehe. Die müssen gar nicht so aufgehellt sein, sondern es darf ruhig wie so ein frühabendlicher Himmel ausschauen. So, und dann war es das eigentlich auch. Ja, also ich bin hier sehr zufrieden. Der Mond kommt auch super gut raus, wenn man das mal anschaut. Ey, der ist mega scharf, klasse fotografiert. Das Rauschen stört mich auch nicht. Ja, das sieht für mich nach Bild aus. Also ein Bild soll bei mir nie so richtig flach sein. Ich könnte es natürlich hier einfach Rauschreduzierung ein bisschen rausziehen. Dann wäre es weg. Ja, gefällt mir aber nicht. Ich habe es gern, wenn es so ein bisschen rauscht, beziehungsweise wenn es so ein bisschen gekörnt aussieht. So, und jetzt ist mir der aber noch zu klein. Und der Trick ist, dass du jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol gehst und sagst, ich möchte das Ganze in Photoshop bearbeiten. Dann nimmt er das Bild aus Lightroom raus, öffnet direkt Photoshop, macht da ein PSD draus, macht da jetzt halt alles, während wir hier reden. Dauert kurz, ist ein großes Bild, ja, kommt von der Z7. Photoshop war vorher nicht gestartet. Und jetzt schauen wir einfach mal, was er mir dann da anbietet. Es dauert noch ein bisschen. Und dauert. Wir warten einfach mal, was passiert. Ich schaue mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Vorführeffekt. Super. So, wir versuchen es jetzt dann einfach mal, wenn Photoshop schon geöffnet ist. Gehe hier drauf, in Photoshop bearbeiten. Rendern läuft. Und dann sollte das, ja, jetzt schaut es besser aus. Jetzt kommt hier ein Balken, jetzt tut sich da was. Perfekt. From Cloud PSD wird geschrieben. Ja, es dauert ein bisschen, es ist ein relativ großes Bild, ja. Aber wir lernen schon mal, Photoshop sollte vorher auf jeden Fall geöffnet sein. Und da haben wir es schon. Mega. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Mond einmal auswählen, um ihn größer zu machen. Ich kann hier direkt auf dieses Lasso-Werkzeug gehen und hier auf die Objektauswahl, zoome ich da ein bisschen rein, kringel den Mond einmal ein und dann erkennt mir Photoshop direkt, schau, das ist der Mond, ich könnte den jetzt nehmen, auf eine extra Ebene kopieren, großziehen und fertig wäre es. Die andere Option ist, dass ich hergehe und sage, ja, ich nehme lieber das Lasso hier, so, und mach diese Auswahl, Moment, ich muss das mal ein bisschen kleiner machen hier, mach die ein bisschen größer, so vielleicht, na, wurden keine Pixel ausgewählt, nochmal, mach die ein bisschen größer, geh dann hier unten auf Mehr, Kante verbessern und sag, ich möchte hier eine ziemlich weiche Kante haben. Ich lasse mir das hier mal als Überlagerung anzeigen, dann sehe ich nämlich, wie weich diese Kante ist. Und wenn ich jetzt die relativ, ja, so mache, ja, 300 Pixel, das ist schon echt viel. Dann gehen wir mal auf 200 vielleicht. Dann haben wir einen ganz, ganz weichen Übergang. Ich gehe auf Fertig, habe jetzt hier dann meine Auswahl
und muss jetzt quasi nur noch hergehen und sagen, Moment, wo gehen wir drauf? Hier auf Plus und sagen, als neue Ebene einfügen. Das heißt, jetzt hat er mir einfach den Mond hier einmal rauskopiert, aber mit dem Blau nebendran eben auch noch. So, und jetzt, wenn ich hergehe und sage, das Ganze transformieren, dann kann ich eben hier meinen Mond einfach so ein bisschen größer ziehen und ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr machen über dieses außenrum drumherum, weil das sind ja eh Wolken, ja, das ist ja eh bloß blau, das ist so ein bisschen weißer Dunst und so weiter. Also ich kann jetzt hier wirklich, natürlich könnte ich es auch komplett übertreiben und es riesig machen, dann habe ich aber das Problem mit der blauen Kante, ja, siehst du hier am Berg, das geht natürlich nicht. Also das wäre jetzt irgendwie die Maximalgröße, die möglich ist. So vielleicht, wenn ich drehe sie wieder ein bisschen zurück, zack, und mache es einfach hier mal drüber. Natürlich muss ich den Mond auch hier überdecken, aber das fällt ja so überhaupt nicht auf. Es ist mir sogar ein bisschen zu groß, ich mache ihn etwas kleiner. So, gehe auf Fertig und habe das jetzt genau so, wie ich es will. Ohne, dass ich hier jetzt wirklich genau ran muss, den genau ausschneiden. Denn jetzt sieht das Ganze nämlich nicht ausgeschnitten aus. Ja, also auch wenn ich hier auf den Rand drauf gehe, das wäre hier nämlich relativ schwer gewesen. Also klar, die Auswahl hat es schon erkannt hier irgendwie, aber dann hast du da trotzdem eine komische Kante und sowas und die ist jetzt eben komplett weg, wenn du dir das einfach vereinfachst, hier einmal durchs Blau oder durch die Wolken durchschneidest und das dann etwas vergrößerst. Klar geht es nicht immer, aber dafür gibt es ja dann noch diese andere Version. Und jetzt müssen wir hier einfach nur noch an Senden an Lightroom und dann schickt uns Photoshop, das ist ja mega geil, das PSD wieder zurück zu Lightroom. Und dort können wir unsere Bilder dann weiterhin verwalten oder können es ausgeben oder können speichern oder wie auch immer wir das Ganze möchten. Dauert natürlich ein bisschen wieder, ist riesig. Wie gesagt, das sind Daten von einer Z7, ja, die hat 45 Megapixel. Da geht schon ein bisschen was. Wir sind jetzt bei 45%. Ich schnipp mal schnell und hol dich zurück, wenn wir wieder in Lightroom sind. Hier sind wir, Photoshop-Dokument empfangen. Da ist es auch schon. Öffnen. Und jetzt sind wir da und ich könnte jetzt sogar nochmal in die Bearbeitung einsteigen, was ich aber natürlich nicht empfehle, sondern ich empfehle dann wirklich immer mit diesen .psd-Dokumenten, ja, also das, was hier steht, wirklich auch nur in Photoshop dann immer weiterzuarbeiten. Das ist jetzt mein fertiges Bild und ich muss sagen, das macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob das jetzt, ich zeige es dir einmal in groß, so ist oder so ist. Ich glaube, er ist sogar ein bisschen zu groß geworden, aber es war ein ganz gutes Beispiel. Klein, groß. Und das Ganze in wenigen Klicks mit dem iPad vom Sofa aus, vom hier Wohnzimmertisch aus. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt, konntest was mitnehmen. Wenn dir diese Kurztipps, Quicktipps und so weiter gefallen, lass es mich am besten in den Kommentaren wissen. Liken, abonnieren und so. Du kennst das Spiel auf YouTube. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen und natürlich am allermeisten, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Bis bald.